Meine Damen und Herren, heute beschäftigen wir uns mit der Stromleitung in Flüssigkeiten. Und Flüssigkeiten haben die Eigenschaft und den Vorteil, dass sie durchsichtig sind. Das heißt, man kann bei Flüssigkeiten einiges beobachten, was einem bei metallischen Leitern verborgen bleibt. Und daran sehen Sie schon, dass wir unseren Aufbau dann auch gerichtet haben, dass man also auch konkrete Effekte, die mit der Elektrizitätsleitung zusammenhängen, bei der Leitung in Flüssigkeiten auch sichtbar machen kann. Und da glaubt man alles ja mehr, wenn man es auch sieht. Nicht? Ansonsten ist das alles irgendwie so indirekt. Nicht? So wie auch der ganze, das Modell von den Molekülen eine lange Zeit hindurch so indirekt war, dass es viele bedeutende Physiker nicht geglaubt haben. Heute mit der modernen Elektronenmikroskopie kann man sich die Kristallstrukturen mit den einzelnen Gitteratomen wirklich anschauen. Und es ist geradezu erschütternd. Ich war gestern bei einer Vorlesung diesbezüglich Vortrag von einem neu berufenen Professor. Es ist geradezu erschütternd, wie man also die Dinge, die man sich bis jetzt eigentlich immer nur so vorgestellt hat, wirklich bildlich vor sich sehen kann und damit letztlich eine sehr überzeugende Bestätigung dafür hat, was man sich schon jahrzehntelang vorher gedacht hat. Nicht? Also es ist schon ganz gut, was in der Physik alles passiert. Naja, also hier können wir einiges erkennen, was man sonst nur halt so modellmäßig anschauen kann. Und wir werden das also tun anhand der Stromleitung in Flüssigkeiten. Naja, bei den Flüssigkeiten ist es anders als bei den metallischen Leitern. Hier ist keine elektronische Leitung, sondern eine Ionenleitung vorherrschend. Das heißt, es bilden sich in einer Flüssigkeit positive und negative Ionen und damit wird aus der Flüssigkeit ein Elektrolyt. Also eine Flüssigkeit, die es gestattet, Elektrizität zu leiten. Wodurch kommt das zustande? Eben vor allem dadurch, dass man in eine Flüssigkeit, vornehmlich Wasser, das ist ja unser primäres Lösungsmittel, auf dem unsere ganze Biosphäre mehr oder weniger aufbaut, in dem Wasser, wenn man da Moleküle hineingibt, dann können die je nach ihrer Bindung zu Ionen zerfallen. Es gibt ja verschiedene Arten von Bindungen, die heteropolaren Bindungen und die Valenzbindungen. Also bei festgebundenen, durch das Überlappen von Elektronenhüllen festgebundenen Molekülen Atomen zu einem Molekül, kann man davon ausgehen, die werden halten. Aber andere, die sogenannten Ionenmoleküle, zum Beispiel bei einer Substanz wie Kochsalz, da wird man davon ausgehen können, dass wo diese beiden, Natrium und Chlor, nur durch elektrostatische Wechselwirkung zusammengehalten werden, ein positives Natriumion und ein negatives Chlorion, dass die unter Umständen, wenn sie in Wasser kommen, dann diese Bindung verlieren. Das liegt daran, das habe ich Ihnen schon erklärt, dass Wasser, das ist eine wesentliche Eigenschaft unseres primären irdischen Lösungsmittels, also Wasser, eine hohe Dielektrizitätskonstante hat, um 80 herum, das ist ja enorm, und mit diesem Faktor 80 reduzieren sich im Inneren des Wassers die elektrischen Kräfte, weil erinnern Sie sich, die relative Dielektrizitätskonstante ist der Faktor, um den die elektrische Feldstärke zurückgeht in einem Dielektrikum. Das haben wir uns ja schon genau überlegt, wissen Sie sicher noch.
Und daher wird die Anziehungskraft zwischen Natrium und Chlor im Wasser dramatisch zurückgehen und aufgrund der thermischen Bewegungen werden dann eine Mehrzahl der Natriumchloridmoleküle dissoziieren und in positive Natrium- und negative Chlorionen zerfallen. Das ist also das, was man so irgendwie als Modell sich vorstellen kann. Und jetzt werden Sie sagen, und woher weiß man das? Stimmt es überhaupt, was er uns da sagt? Und das können wir anhand eines recht eindrucksvollen Beispiels zeigen, das der Herr Dankl uns jetzt gleich vorführen wird. Wir haben da einen Behälter, in den man da entweder Zucker in Wasser lösen kann oder Salz in Wasser lösen kann. Und dann schauen wir uns mit einem entsprechend empfindlichen Leitfähigkeitsmessgerät an, wie sich die Leitfähigkeit in dem Wasser ändert. Na, probieren wir das einmal mit Zucker. Wenn man Zucker ins Wasser gibt, dann löst sich der auf. Ich weiß nicht, wie gut das schmeckt, wahrscheinlich nicht besonders, aber wir brauchen es ja nicht. Und wenn da Sie jetzt in dieses Wasser Elektroden hineinreichen, dann können Sie also hier ablesen, dass der Widerstand in der Nähe von unendlich ist. Schauen wir nach, ob man das noch besser sieht. Ja, sehr gut. Und das ist... Ja genau, wenn man es also zusammenschließt, dann sehen Sie, dass es gleich auf Null zurückgeht. Und ich möchte auch darauf hinweisen, das hat eine logarithmische Skala. 110, 1, also das geht über mehrere Größenordnungen. Das ist also nicht sehr aufregend, was sich da tut. Jetzt schmeckt es sicher nimmer mehr gut, dieses Wasser. Schauen Sie. Das ist ein Gebräu, was der Herr Dankl da herrichtet. Aber schauen Sie sich das einmal an. Das ist jetzt über einen Faktor von mindestens 10 der dritten zurückgegangen. Und was können wir daraus lernen? Das Kochsalz muss offenbar Ladungsträger bilden. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank. Also die Idee, dass verschiedene Moleküle da verschieden reagieren, die ist tatsächlich durch Experimente zu bestätigen. Und es ist eben entscheidend, dass gerade bei heteropolaren Molekülen, wo also die beiden Partner, die da zusammengebunden sind, schon von vornherein unterschiedliche Ladungen tragen, das liegt halt an der elektronischen Struktur dieser Atome, die werden bevorzugt bei der Lösung in dem Wasser eben dissoziieren und dann positive und negative Ionen bilden. Also, Dissoziation folgt Ionenbildung. Die bleiben aber nicht so nackt in der Flüssigkeit, weil Wasser hat eine weitere wichtige Eigenschaft, nämlich Wassermoleküle aufgrund deren Struktur haben ein relativ ausgeprägtes elektrisches Dipolmoment. Dieses Wasser, wissen Sie, ist H2O. Und das ist aber nicht so, dass da das O in der Mitte und schön gerade nach links und rechts die 2H, sondern das macht dann so einen Winkel. Das geht sich offenbar so gut aus mit der Struktur von Sauerstoff und Wasserstoff. Und damit schaut also auf der einen Seite so ein negatives Endel in der Mitte raus beim Sauerstoff und auf der anderen Seite, wo diese zwei Wasserstoffmoleküle sind, ist eher ein positives Endel. So ist das Wasser ein Dipol, das Wassermolekül. Und wenn jetzt da also zum Beispiel durch Dissoziation sich da ein positives und ein negatives Ion bildet,
also zum Beispiel ein Natriumion und ein Chlorion aus einem Kochsalzmolekül, so wie wir das da ja in seiner Auswirkung gerade sehr deutlich gesehen haben, dann werden die Wassermoleküle sich so anordnen, dass die da rundherum sich so anlagern mit ihren negativen Endeln und auf der anderen Seite die positiven Endeln und ebenso hier, aber andersherum. Da sehen wir da innen die ganzen positiven und außen die negativen, sodass dann insgesamt ein größeres Konvolut da sich bildet. Ein Ion ist dann umgeben von diesen Wassermolekülen aufgrund dieser Anlagerung. Das nennt man auch Hydratisierung. Was das aber bedeutet, ist, wenn die jetzt wandern, diese Ionen, wenn man also aufgrund von Elektroden, die man in diese Flüssigkeit hineinhängt, dann in dem Elektrolyten ein elektrisches Feld generiert wird, dann werden die positiven in der einen Richtung, die negativen in der anderen Richtung zu wandern beginnen. Die ziehen aber diese ganze Hydratisierungsschicht mit sich und sind daher nicht sonderlich beweglich. Die sind relativ träge und wandern daher langsam in der Flüssigkeit und wandern also je nach Polarität in beiden Richtungen. Bei Natriumchlorid würde man das nicht gut sehen, weil das ist kein Farbeffekt, das bleibt so durchsichtig, da merkt man nichts. Aber um Ihnen diese Wanderung qualitativ vorstellen zu können, haben wir, also wir, der Herr Dangl und der Herr Zirkovic, der Herr Litschauer ist leider krank jetzt, haben ein Experiment vorbereitet zur Ionenwanderung in einer Flüssigkeit, wo ein Kaliumpermanganat, das ist so violett, als gelöste Substanz verwendet wird. Und da werden wir uns gleich anschauen, was wir da also jetzt beim Durchschauen durch diese Elektrolytlösung beobachten können bezüglich der Wanderung von diesen Ionen. Und das ist also hier oben projiziert. Da sehen Sie also da auf der einen Seite diesen violetten Schimmer da, nicht? Und da sind also hauptsächlich diese Kaliumpermanganat-Ionen. Wenn jetzt ein elektrisches Feld angelegt wird, dann beginnen die in einer Richtung zu wandern. Es gibt dann außerdem Kaliumnitrat, das wandert dann in der anderen Richtung. Also schauen wir nach, was passiert. Spannung liegt schon dran. Und man muss also jetzt schauen, ungefähr, wo man sich gerade befindet und wohin sich das dann bewegt. Das ist natürlich keine scharfe Grenze, sondern es hat einen gewissen Verlauf, wie sich die Konzentrationen ändern. Aber wenn wir ein wenig warten, dann werden wir beobachten können, dass sich diese Grenze mit diesem violetten Bereich zu verschieben beginnt. Warten wir ruhig ein bisschen, bevor wir dann fortsetzen, damit wir das hier schon sehen können. Man kann sich vielleicht an diesen Blasen, die da vorhanden sind, auch orientieren. Aber ich glaube, man sieht schon, dass die Grenze sich dieser einen Blase da hier schon deutlich annähert. Aber wiederum, und das ist wichtig, dass Sie das hier jetzt auch tatsächlich am konkreten Objekt sehen, diese Vorgänge sind langsam. Wir haben ja das auch bei einer Abschätzung für die elektronische Leitung in Metallen gesehen, dass man da so auf Millimeter pro Sekunde kommt oder sowas.
da ist es noch langsamer, weil man eben diese hydratisierten Ionen hat. Die sind natürlich große Wascher im Vergleich zu einzelnen Elektronen, die da so wo durchzischen. Und die zischen nur langsam. Aber schauen Sie mal, jetzt ist diese eine Luftblase schon ganz an der Grenze von dieser violetten Zone. Also man kann schon deutlich erkennen, aha, da sollte man aber noch schauen, ob man das noch ein bisschen, da sieht man ja mehr. Sehen Sie es da herüben auch besser. Also man sieht schon deutlich diese eine, jetzt habe ich, oh ja, da kann ich auch hinzeichnen, zeigen, was ich meine. Diese eine Blase hier ist also jetzt schon an den Rand getreten oder der Rand von dieser violetten Zone hat sich hier schon her verschoben und Sie werden sehen, dass sich das in weiterer Folge noch weiter verschieben wird. Wir lassen dieses Experiment mit der Ionenwanderung noch einen Zeitl weiterlaufen, sodass Sie das noch weiter verfolgen können. Man sieht es natürlich da noch viel deutlicher als in der Kamera, aber ich glaube, Sie können es dort auch recht gut erkennen. Ich glaube, man soll es noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen weiterlaufen, nicht? Lassen, ja. Okay. Jedenfalls danke ich dem Herrn Danke ganz herzlich, dass er das so aufgebaut hat. Das ist ein lästiges Experiment. Und oft schauen die Sachen so aus, als ob man sich denkt, nur braucht man eh nur einschalten, nicht? Und geht schon. Aber das in eine solche Form zu bringen, dass man diese Grenze dann auch deutlich sieht, dass sich das nicht vermischt, dass das wirklich so läuft, dass man das erkennen kann, das ist also schon nicht so selbstverständlich. Also damit haben wir die Ionenwanderung hydratisierten Ionen schön darstellen können. Jetzt machen wir ein paar Bezeichnungen für das Weitere. Sie haben ja schon gesehen, sowohl bei dem Experiment mit Zucker und Kochsalz, wo Sie die wichtigen Einflüsse der Dissoziation oder nicht kennengelernt haben, als auch hier jetzt bei der Ionenwanderung, Sie müssen ja irgendwie an diesen Elektrolyten ein elektrisches Feld anlegen können und es muss ja auch ein Strom fließen können. Also es ist notwendig, dass in diese Flüssigkeit auch Elektroden eingetaucht werden. Das sind also metallische Körper, die man in die Flüssigkeit eintaucht und an denen man dann in gewohnter Weise, wie wir es jetzt schon öfters besprochen haben, Spannung anlegen kann. Es ist metallische Leiter und dort, wo man den Pluspol anlegt, das nennen wir die Anode und der Minuspol ist die Kathode. Die können durchaus gleich ausschauen, aber beim einen legt man Plus dran, beim anderen Minus und so ist die Anode und die Kathode. Und daraus ergeben sich dann etwas widersprüchlich vielleicht die Bezeichnungen für die Ionen. Die da unterwegs sind in dem Elektrolyten. Und wir nennen, das ist auch in der Chemie allgemein üblich, die als Kationen die positiven Ionen, weil sie sich zur Kathode bewegen. Die zur Kathode gehen, sind die Kationen. Daher müssen sie aber Plus sein, sonst hätten sie nicht zur negativen Kathode gehen. Und umgekehrt die Anionen sind die, die zur Kathode gehen. Und wenn also Stromleitung stattfindet in einem solchen Elektrolyten, dann bewirkt das verschiedene Effekte. Einmal tritt eine chemische Zersetzung des Elektrolyten ein. Naja, weil die
zum Beispiel Natriumionen auf die eine Seite und die Chlorionen auf die andere Seite wandern. Dadurch zersetzt sich der Elektrolyt, in dem ja ursprünglich ein ganzer homogene Natriumchloridionen-Lösung drinnen war. Und es gibt daher natürlich einen Massentransport im Elektrolyten. Weil ja eben die Ionen Massen transportieren. Und wohin gehen die Massen? Na, die lagern sich an dem Elektrolyten ab. An den Elektroden, Blödsinn. Lagern sich an den Elektroden ab. Ablagerung an den Elektroden. Das sind die wesentlichen Effekte. Und jetzt schauen wir vielleicht zwischendurch wieder, was hier weitergegangen ist. Naja, also ich glaube, man sieht jetzt schon sehr deutlich, die Grenze hat sich über diese Blase hier schon hinweggezogen und es findet hier eine langsame, aber stetige Bewegung in diesem Elektrolyten statt. Also Dankeschön noch einmal. Ja, bitte. Die Elektroden können sich auch zersetzen, aber das hängt davon ab, aus was für einem Material sie bestehen. Das Verhalten der Elektroden werden wir noch separat besprechen und auch noch heute, wenn wir über die Batterien, über die galvanischen Elemente sprechen. Weil da kommt es gerade darauf an, in welcher Weise Elektrolyten in Lösung gehen können oder nicht. Aber das ist nicht primär etwas, was ich jetzt im Zusammenhang mit dem Ladungstransport erwähnen wollte, sondern das ist ein Effekt, der dann dazu führt, dass an diesen Elektroden unterschiedliche Potentialverhältnisse herrschen werden und das führt dazu, dass dann so ein Element als Batterie wirken kann. Und das war die erste Möglichkeit, die wir als Menschen gefunden haben, wie man nennenswerte Stromflüsse erzeugen kann. Batterien herstellen, wo man die Pole dann irgendwie mit einem Widerstand verbindet. Und in der Zwischenzeit macht man aber dann eben Generatoren in den Kraftwerken und das ist ein total anderer Effekt. Aber die galvanischen Elemente werden wir noch besprechen. Naja, also wir haben gesagt, es gibt einen Massentransport im Elektrolyten und eine Ablagerung an den Elektroden. Und wollen wir also jetzt einmal davon ausgehen, die Elektroden selbst sind aus einem solchen Material, dass sie nicht in Lösung gehen werden. Dann haben wir ein Problem weniger sozusagen, mit dem wir dann noch zu tun haben werden. Also es kommt zu einer Ablagerung an den Elektroden und ich kann Ihnen sagen, bis vor circa 60 Jahren hat man diese Ablagerung hergenommen als ein Maß zur Definition der Einheit der Stromstärke. Man hat gesagt, wenn eine bestimmte Masse, ich glaube Silbernitrat hat man verwendet, von Silber pro Zeiteinheit an einer Elektrode abgeschieden wird, dann fließt 1 Ampere. War keine schlechte Idee, aber viel zu ungenau aus heutiger Sicht. Und heute macht man also die Definition ganz anders, nämlich über die Kraftwirkung zwischen parallelen stromdurchflossenen Leitern. Diesen Effekt können wir erst besprechen, nachdem wir über Magnetfelder und ihre Wirkungen gesprochen haben. Und das kommt jetzt dann anschließend an die Ströme. Aber nimmer mehr vor Ostern. Naja, also Massentransport durch Stromleitung in Flüssigkeiten. Und ich glaube, dieses Phänomen sollten wir uns zuerst experimentell anschauen, damit Sie sehen, wovon die Rede ist. Und anschließend werden wir versuchen, diesen Massentransport auch mehr
quantitativ durch Formeln zu beschreiben, damit man daraus dann auch gewisse Rückschlüsse auf die Natur der Ionen und auf deren Beweglichkeit ziehen kann. Also zunächst einmal das Experiment mit dem Bleibaum. Wir haben da also auch wieder einen Elektrolyten und diesem Elektrolyten ist ein Bleiacetat drinnen gelöst und wir haben da außen herum eine Elektrode und diese Spitze in der Mitte ist die zweite Elektrode. Und wenn man da mit der richtigen Polarität jetzt diese beiden Elektroden an eine Spannungsquelle anschließt, dann werden die Bleiatome sich anlagern und Sie werden gleich sehen, in welcher Form Sie das machen. Und Sie sehen interessanterweise, diese Elektrode, diese spitzige, die wird nicht nur einfach immer dicker und dicker, sondern die kriegt so eine merkwürdige, fadenförmige Struktur. Man spricht auch von einer fraktalen Struktur mit sehr feinen Verästelungen, wo man, wenn man immer genauer hinschauen würde, immer mehr Verästelungen findet. Eine selbstähnliche Zweigstruktur, die sich hier ausbildet. Und das ist also, finde ich, nicht nur interessant zu beobachten, sondern auch ästhetisch schön zu sehen, was sich da bildet. Woran liegt das? Diese Bleiionen, die haben natürlich auch eine relativ geringe Beweglichkeit in diesem Elektrolyten. Und wenn da eines einmal sich wo außen anlagert, dann hat ein weiteres gar nicht mehr die Chance, noch ganz hineinzukommen. Die lagern sich immer wieder nur außen an den Spitzen an. Und in den Bereichen da innen, da kommen kaum mehr weitere Bleionen hin. Und dadurch führt das dazu, dass eben dann sich eine derartige verästelte Struktur bildet. Also der Bleibaum ist ein besonders schönes Beispiel dafür zu zeigen, dass doch ganz erhebliche Massen in einem solchen Elektrolyten sich anlagern können. Vielen Dank für den Bleibaum. L und Tafel, so. Naja, aber da können Sie sich jetzt auch vorstellen, diesen Massentransport, das kann man ja auch versuchen, etwas quantitativer anzuschauen. Wir schauen uns also jetzt den Massentransport in Elektrolyten an. Und zwar versuchen wir da möglichst eine quantitative Beschreibung zu erreichen. Ja, Sie wissen schon, wie das vor sich geht. Meistens muss man da zunächst einmal anfangen, ein paar Größen zu definieren und zu bezeichnen. Und so ist es auch hier. Wir betrachten also Ionen, die sich eben in dem Elektrolyten bewegen. Nun, da muss man einmal sagen, was haben sie für eine Masse? Mit Masse nennen wir sie halt μ. μ für Masse. Und natürlich müssen diese Ionen auch, sonst wären es ja keine Ionen, eine entsprechende Ladung haben. Und da kann man sich schon denken, das wird wohl entweder eine Elementarladung oder halt einige, eine ganzzahlige Anzahl von Elementarladungen sein. Denn jetzt haben wir ja da auch schon gesehen, nicht bei Natrium und Chlor. Natrium ist einfach positiv, Chlor ist einfach negativ, tragen je eine Ladung. Aber
bei anderen Substanzen gibt es da natürlich doppelt und dreifach geladene Ionen, also ein Vielfaches der Elementarladung. Und so ist also die Ladung eine feste Größe in diesem System. Sie haben also eine feste Ladung, Z mal E. Z soll eine ganze Zahl sein. Und E ist die Elementarladung. Also diese Ionen tragen eine feste Ladung. Also wir wollen natürlich eine wohl definierte Ionenlösung haben. Entweder da dieses Bleiacetat oder Silbernitrat oder Natriumchlorid. Das ist dann etwas, wo man erst von vornherein ja gar nicht so sagen kann, wie groß dieses Z sein wird. Aber sicher eine ganze Zahl und keine allzu große Zahl. Da spielt natürlich die Erfahrung aus der Chemie dann auch eine große Rolle. Und diese Untersuchungen, die befruchten einander natürlich gegenseitig, wie sie gleich auch dann erkennen werden können. Na und jetzt kommt es also dazu, dass im Zuge eines solchen Vorganges, wie wir es da beim Bleibaum gesehen haben, eine gewisse Anzahl von Ionen abgeschieden wird. Eine Abscheidung von einer Anzahl von Delta N solchen Ionen hat jetzt einiges zur Folge. Einerseits bedeutet das natürlich einen Massentransport, um den soll es ja gehen, nicht? Massentransport in Elektrolyten. Das ist ja das, was man dann auch sieht und bestimmen kann quantitativ an einer Elektrode. Die können die Elektrode ja vorher auf die Waage legen und nachher auf die Waage legen und schauen, wie viel die Masse zugenommen hat. Also es gibt einmal eine transportierte Masse. Und diese transportierte Masse, die bezeichnen wir mit Delta M. Und das ist ja sehr einfach auszurechnen. Das ist nichts anderes als Delta N, die Anzahl der Ionen, mal ihre Masse. Delta N mal μ. Jedes Ion hat die Masse μ und es werden Delta-N-Ionen abgeschieden, das ist ja ganz klar. Dann wird also eine Masse m gleich Delta-N mal μ abgeschieden. Aber außerdem, das muss man natürlich auch sagen, es wird eine gewisse Ladung dabei abgegeben. Und das ist eine analog ähnliche Überlegung. Diese Ladung, die abgegeben wird, die nennen wir Delta Q. Na, also so eine gewisse Ladung halt, die da abgegeben wird. Und die ist dann wiederum Delta N. Aber jetzt mal Z mal E, weil ein Ion hat die Ladung Z mal E. Delta N-Ionen werden abgelagert. Also es ist Delta N mal Z mal E, die abgegebene Ladung. Ja, und daraus können wir natürlich jetzt schon etwas gewinnen. Damit erhalten wir also einmal eine Aussage über das Delta N. Aus dieser Beziehung. Das Delta N ist also Delta Q durch Z mal E. Warum schreiben wir das in dieser Form? Weil bei dem Delta Q haben wir natürlich die Möglichkeit, das auch zu bestimmen. Weil überlegen Sie sich, wenn durch den Elektrolyten ein Strom fließt, dann kann man ja den Strom außen herum mit einem Amperemeter messen. Das wissen wir ja schon, dass das geht. Also wenn die beiden Elektroden über eine Spannungsquelle und einen Amperemeter da angeschlossen sind, dann wird ein gewisser Strom in dem Kreis fließen. Der fließt einerseits außen herum und dann innen durch den Elektrolyten durch. Diesen Strom kann man also messen. Na, wenn man den Strom messen kann und man weiß, wie lang der Strom fließt, dann hat man ja diese Ladung. Das Delta Q ist ja nichts anderes als I mal Delta T.
Also haben wir I mal die Zeit, wie lang dieses Experiment dauert, durch Z mal E. Ne, weil der Strom dq nach dt ist und daher ist das Delta Q gleich I mal Delta T. Vorausgesetzt, dass dieser Strom gleichmäßig fließt, na, das machen wir schon so, dass das ein stationäres Experiment dann ist, das wir hier modellieren mit diesen Überlegungen. Naja, und daraus kann man diese abgeschiedene Masse bestimmen. Folglich erhalten wir für diese abgeschiedene Masse das Delta M, das war ja Delta N mal μ, Delta N mal μ, aber das Delta N kann man sich da jetzt rausrechnen können, indem wir da unseren Strom hineingesetzt haben. Also ist das gleich, das Delta M, Delta N mal μ, und das schreiben wir also jetzt in der Form auf I mal Delta T, I mal Delta T durch Z mal E, denn das ist das Delta N mal μ. Ja? Na und worauf kommt es uns denn vor allem an? Was können wir denn bestimmen? Experimentell haben wir das I. Nun, wir können ja auf die Uhr schauen, wie lang wir den Strom fließen lassen. Das steht uns als Information zur Verfügung. Das andere hier nicht. Und dieses andere fassen wir da hier zunächst einmal in eine Konstante zusammen, nämlich in die Konstante Kf. Und schreiben, Delta M ist gleich Kf mal I mal Delta T. Und das bedeutet, diese abgeschiedene Masse ist, was man sich ja eigentlich denken konnte, proportional zur Stärke des fließenden Stromes und proportional zur Zeit, wie lang man ihn fließen hat lassen. Und die Proportionalitätskonstante dieses Kf kann man also ablesen, wobei diese Konstante Kf also gleich ist, was da stehen bleibt, μ durch Z mal E. Also da ist das Kf, wenn man will, zunächst einmal eine empirische Proportionalitätskonstante, die man aus Messungen ermitteln kann, denn wenn Sie irgendeinen Elektrolyten hernehmen und Sie lassen einen Strom I durchfließen während der Zeit Delta T und Sie wägen die Elektrode vor und nach diesem Experiment, dann kriegen Sie dieses Delta M und dann ist das Kf für Sie eine empirische Konstante. Dieses Gesetz ist das erste Faraday-Gesetz. Das erste Faradaysche Gesetz, der hat viel gemacht, der Faraday. Das war ein begnadeter Experimentator. Was er dann besonders wichtig auch gemacht hat, kommt etwas später, dass er durch eine Vielzahl von Experimenten die elektromagnetische Induktion nachgewiesen hat und damit wirklich einen Durchbruch erreicht hat. Das Faradaysche Induktionsgesetz. Und die Erfahrung und die experimentellen Befunde von Faraday waren es dann letztlich auch, die dann relativ kurze Zeit später es dem Maxwell ermöglicht haben, aufbauend auf allen diesen Ergebnissen die genialen Gleichungen zusammenzustellen, die wir uns heute jetzt so schrittweise erarbeiten. Wir haben erst eine. Aber die nächsten, was? Welche ist die zweite? Nein, wir haben erst eine Maxwell-Gleichung. Aber sehr bald kommen zwei weitere und die vierte lässt dann noch ein bisschen auf sich warten.
Aber wir werden das schrittweise einführen. Also ich wollte nur den Herrn Faraday hier entsprechend würdigen. Wobei dieser Ausdruck für das KF hier, dass das diese Form hat, μ durch Z mal E, auch noch gleich als zweites Faraday-Gesetz bezeichnet wird. Und das ist natürlich auch was Wichtiges, weil auf die Art und Weise hat man die Möglichkeit, dass man da jetzt aus der Bestimmung, aus der experimentellen Bestimmung von diesem KF einen Rückschluss ziehen kann auf die Eigenschaften der Ionen. Also wenn man zum Beispiel die Masse des Ions kennt, dann kann man daraus die Ladungszahl der Ionen, die da wirksam sind bei diesem Leitungsvorgang, bestimmen. Und man muss auch noch dazu sagen, um das noch etwas weiterzuführen, man kann da noch einen Schritt weitergehen und jeweils die Größen μ einerseits und E andererseits mit der Avogadro-Zahl oder Loschmidt-Zahl multiplizieren. μ mal dieser Avogadro-Zahl, das ist dann natürlich die Masse eines Mols und damit das Molekulargewicht. Na, das schreiben wir gleich auf, das hat ja eine Bezeichnung, schreibe ich zuerst noch als Bezeichnung auf. Das ist dann das MM, das Molekulargewicht der entsprechenden Ionen. Und andererseits kann man hier auch die Elementarladung mit der Avogadro-Konstante multiplizieren. Und was da dann herauskommt, das nennen wir F, die Faraday-Konstante. Also der Faraday ist da allgegenwärtig. Ja, also die Masse eines Ions multipliziert mit der Loschmidt-Zahl oder Avogadro-Zahl ist die Masse eines Mols, weil in einem Mol sind gerade Na-Moleküle oder Na-Ionen drinnen. Das heißt, dieses Produkt führt auf eine makroskopische Größe, die man bei entsprechenden Substanzen aus der Chemie kennt. Und wenn man das jetzt da oben einsetzt, kriegt man damit noch eine etwas andere Form. Und zwar die Form, dass diese Faraday-Konstante geschrieben werden kann, dieses KF geschrieben werden kann, indem man da den Zähler und den Nenner mit Na multipliziert. Dann hat man μ mal Na, das ist aber mm. Durch Z mal E mal Na. Und das ist Z mal F. Und in dieser Form ist das dann besonders gut zu verwenden. Das ist eine andere Schreibweise dieses zweiten Faraday-Gesetzes. Und bedeutet also, dass man aus Messungen dieser Konstanten F, die die Proportionalitätskonstante im ersten Gesetz ist, entweder bei bekannter Ladung der Ionen das Molekulargewicht ermitteln kann oder umgekehrt. Wobei die da drin stehende Faraday-Konstante einfach gegeben ist als ein Produkt von absoluten, also universellen Konstanten der Avogadro- oder Loschmidt-Zahl und der Elementarladung. Also auf die Art und Weise sehen Sie, dass man hier eine sehr, sehr praktische Möglichkeit hat, Eigenschaften der Moleküle und der Ionen aus quantitativen
makroskopischen Messungen zu erhalten. Und das ist natürlich immer schön. Man sieht die Ionen ja nicht, weil sie im Allgemeinen zu klein sind, als dass man sie wirklich sehen würde. Auf die Waage kann man sie auch nicht einzeln legen, aber wenn man also so makroskopische Messungen der Massenänderung einer Elektrode und der Stromstärke und der Zeitintervalls macht, fällt das KF als Ergebnis heraus, und bei bekanntem KF und dann vielleicht auch bekannten Molekulargewicht der Ionen kann man dann die Ladungszahl der Ionen zum Beispiel unmittelbar ermitteln und hat damit eine mikroskopische Größe damit erhalten. Nun, ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Elektrizitätsleitung in Flüssigkeiten ist die Leitfähigkeit. Die wir ja im Allgemeinen schon definiert hatten, was man unter der Leitfähigkeit versteht. Wir hatten ja je, das ist also die Stromdichte, jetzt schreiben wir sie skalar, also betragsmäßig auf, gleich Rho mal V, wobei V die mittlere Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger ist. Und dieses Rho können wir aber umschreiben bei den Elektrolyten. Denn das ist einfach N mal Q und dann mal V. Wenn man mit N die Ladungsträgerkonzentration bezeichnet. Das bedeutet, Ladungsträgerkonzentration, die Anzahl der Ladungsträger pro Volumenseinheit. Na, wenn man die Anzahl der Ladungsträger pro Volumenseinheit mit der Ladung eines Ladungsträgers multipliziert, hat man die Ladung pro Volumenseinheit, und das ist die Ladungsdichte Rho, die da hier steht, mal V. Also Sie sehen, dass man die Leitfähigkeit unmittelbar gleich aufschreiben kann in der Form N mal Q mal V. Aber jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen. Diese Geschwindigkeit, die hängt ja zusammen damit, diese mittlere Driftgeschwindigkeit, um die geht es ja immer, dieses V. Schreiben wir noch her, V ist die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger. Diese Driftgeschwindigkeit V hängt natürlich zusammen mit der elektrischen Feldstärke, die wirkt, aber natürlich auch mit der Beweglichkeit der entsprechenden Ionen. Wie groß sie sind, wie groß die Hydratisierungsschicht rundherum ist. Man hat also die Möglichkeit, diese Driftgeschwindigkeit aufzuschreiben und abzuschätzen mit Hilfe einer empirischen Größe, und zwar mit der Ionenbeweglichkeit. U nennen wir die Ionenbeweglichkeit. Generell versteht man unter der Beweglichkeit eine Größe, die, wenn man sie mit der Kraft multipliziert, die wirkt, die Geschwindigkeit ergibt. Erinnern Sie sich vielleicht in der Hydrodynamik zäher Medien an das Stokes'sche Gesetz. Da hatten wir es ja auch so, dass wir aufgrund der Reibung in einer zähen Flüssigkeit den Umstand beobachten konnten. Das haben Sie auch im Praktikum tatsächlich benutzt, um die Zähigkeit zu bestimmen, mit diesen fallenden Kugeln da in dem Rapsöl, nicht? Also wenn Sie eine bestimmte Kraft ausüben, dann entspricht dem eine gewisse Geschwindigkeit. 6 Pi Eta RV war dieses Stokes'sche Gesetz. Da ist also auf der einen Seite die Kraft und die Geschwindigkeit
6pi Eta Rv und auf der anderen Seite die Kraft. Naja, und da haben wir so, hier ist die Geschwindigkeit und hier ist die Kraft, aber bezogen auf die Ladungseinheit. Wenn wir es also mit einer Ionenbeweglichkeit zu tun haben, dann ist das praktisch eine Beweglichkeit pro entsprechender Ladungseinheit. Und so sehen Sie also, etwas, was uns ja sowieso durchaus erwartbar erscheint, je größer die Feldstärke ist und daher je größer dann auch die Kraft ist, die auf ein solches Ion wirkt, desto schneller wird es sich auch bewegen. Und wie schnell sich es also dann wirklich bewegt, unter der Berücksichtigung des Einflusses der Reibung in dem Elektrolyten, das wird eben durch diese Ionenbeweglichkeit beschrieben, oftmals eine empirische Konstante. Na, so wie das heute bei den Kugeln sich leicht ausrechnen lässt mit Stokes, aber es ist ja gar nicht gesagt, ob diese Ionen immer als Kugeln anzusehen sind. Also hier ist diese Beweglichkeit meistens als eine empirische Konstante anzusehen. Wenn man das aber jetzt so verwendet und ineinander einsetzt, dann kann man also sofort einen Zusammenhang kriegen zwischen J und E. Also die Folgerung ist, dass das J gleich ist, da oben haben wir NQV und das setzen wir ein, N mal Q mal V und das ist U mal E. Das ist jetzt ein N und das ist ein U. Ich habe so die schlechte Eigenschaft, dass man das N und das U nicht gescheit unterscheiden kann bei mir. Jetzt muss ich mich noch besonders bemühen, dass dieses N wirklich ein N ist. Das ist mein schönstes N, was ich zusammenbringe. Also N mal Q und dann mal V und das ist U mal E. Na und jetzt wissen Sie aber doch, J ist gleich Sigma mal E. Das war doch unser Ohmsches Gesetz, das Differentielle, erinnern Sie sich. Das haben wir ja alles vorweg schon allgemein gemacht, damit wir wieder unsere Goodies haben, dass wir sie jetzt einsetzen können. Also das ist ja gleich Sigma mal E. Und ich schreibe das alles ohne Vektorpfeile, weil es ist in dem Elektrolyten zwischen den Elektroden völlig klar, dass das alles in einer Richtung geht, sowohl die Geschwindigkeit als auch der Massefluss und so weiter, dass man da auf die vektoriellen Eigenschaften nicht Rücksicht nehmen muss. Na, wenn wir da Sigma E stehen haben und da N mal Q mal U mal E, na, dann sieht man natürlich sofort, dass man das Sigma damit bestimmen kann als N mal Q mal U. Und das ist also, das habe ich da oben ja als Ziel für diesen Abschnitt jetzt genommen, die Leitfähigkeit des Elektrolyten. Und wieder ist das an sich etwas, was nicht unvernünftig erscheint, nicht? Weil je größer die Ladungsträgerkonzentration ist, na, desto besser wird er leiten. Und wenn gar keine Ladungsträger drin sind, leitet er auch nicht, nicht. Das war ja beim Zucker. Da haben wir den Zucker reingeschüttet in das Wasser, aber die Moleküle haben nicht dissoziiert. Dadurch sind keine Ladungsträger entstanden. Da war auch keine Leitfähigkeit. Aber mit dem Salz, das hat wunderbar dissoziiert, aufgrund der anderen chemischen Struktur der Bindung, heteropolare Bindung, haben wir dann eine größere Anzahl von Ladungsträgern gehabt und die Leitfähigkeit war da. Das Q ist die Ladung eines Ladungsträgers, das ist in unserer Terminologie da oben Z mal E, ein Vielfaches, ein kleines, ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung. Und U, das ist diese Beweglichkeit. Das heißt, man kann wieder umgekehrt vorgehen und wieder haben Sie einen Handle an die mikroskopischen Eigenschaften. Wenn Sie diese Leitfähigkeit aus makroskopischen Messungen bestimmen können, denn Sie wissen ja, was Sie für eine Spannung anlegen und was für ein Strom fließt, kriegt man einen Widerstand und wenn man dann berücksichtigt, wie groß der Querschnitt von dem Elektrolyten ist und so weiter, kann man natürlich auch die Leitfähigkeit des Elektrolyten experimentell bestimmen
Und wenn Sie es dann wissen, wie konzentriert Ihre Lösung ist, dann kriegen Sie dieses N, die Ladungsträgerkonzentration, mit Molekulargewicht und Masse und so weiter kriegt man das. Und Q, na, das Z, das kann man sich vielleicht da oben aus dem Faraday-Gesetz ermitteln, oder man weiß es, zum Beispiel bei Natriumchlorid weiß man, Z ist 1. Weil das Natrium hat eine positive und das Chlor eine negative Ladung, kennt man auch. Das heißt, Sie kriegen das U heraus. Und Sie können auf die Art und Weise dann zum Beispiel die Ionenbeweglichkeit experimentell ermitteln. Diese Art von Überlegungen erlaubt einem oft einen Zugriff auf die Eigenschaften der mikroskopischen Bestandteile der Systeme, um die es hier geht. Naja, also wir haben jetzt schon gesehen und besprochen, dass diese Gleichung dazu führt, dass man erwarten kann, dass mit der Erhöhung der Ladungsträgerkonzentration die Leitfähigkeit steigt. Schauen wir uns den Einfluss der Ladungsträgerkonzentration an. Ist ja interessant, nicht? Man will ja haben, dass dieser Elektrolyt möglichst gut leitet, also schmeißt man möglichst viele Ladungsträger hinein, noch und noch Kochsalz, bis es gar nicht mehr weitergeht und so weiter. Die sind die zur gesättigten Lösung und so. Und da zeigt sich also natürlich zunächst einmal, wenn das N steigt, bei steigendem N, braucht man nur da herschauen, dann wird auch das Sigma zunehmen. Sigma nimmt zu und daher wird auch der Strom zunehmen bei festgelegter Spannung, weil größere Leitfähigkeit bedeutet mehr Strom. Aber es zeigt sich, für große N bleibt das so nicht. Weil was wir bisher da überlegt haben, das waren alles so Einzeleffekte. Was erlebt ein einzelnes Ion, wenn es also unter dem Einfluss des Feldes steht, wenn es Reibung mit der Umgebung des Elektrolyten hat? Aber wenn sehr viele Ionen auftreten, beginnen sich die kollektiv zu stören. Da stören die Positiven die Negativen. Da gibt es dann neben diesem individuellen Einzeleffekt einen kollektiven Effekt. Und dann beginnt die ganze Population wechselzuwirken und es kommt dann dazu, dass bei steigendem N es eine Kraftwirkung zwischen den positiven und negativen Ionen führt und kommt und dann zu einer sinkenden Ionenbeweglichkeit. Sinkendes U und daraus folgt dann entsprechend bei steigendem N, macht man das ja, nein, ich mache das auch schöner. Da mache ich noch einen Globulus. Wozu habe ich denn den da oben gemacht, wenn das jetzt nichts bringt? Also, für große N, wenn jetzt das N wieder steigt, haben wir in dem Fall dann durch die gegenseitige Beeinflussung dieser Population von positiven und negativen Ionen, dass dann bei großen N wieder die Ionenbeweglichkeit sinkt, und dementsprechend wegen dieser Beeinflussung und damit auch das Sigma sinkt. Und man kann das also auch aufzeichnen. Grundsätzlich schaut die Situation so aus, wenn man das Sigma gegen die Ladungsträgerkonzentration aufträgt, dass das von Null beginnend da so linear ansteigt und dann bei hohen Konzentrationen wieder abfällt, aufgrund eines kollektiven Effektes. Nun dann zum Einfluss der Temperatur. Der Temperatur, das ist relativ leicht zu sagen,
Wenn T steigt, steigt im Allgemeinen auch die Beweglichkeit. Dann steigt auch die Beweglichkeit, weil durch die größere Bewegung der Flüssigkeitsmoleküle die Flüssigkeitsmoleküle etwas weiter auseinanderrücken und dadurch wird es dann leichter, durch ein Ion durchzukommen. Das entspricht auch dem Fall, den wir aus der Hydrodynamik kennen. Bei zunehmender Temperatur wird die Zähigkeit kleiner. Na, das kennt man von Butter. Wenn man es im Eiskasten hat, ist die Butter sehr zäh. Wenn sie es aber in die Pfanne geben am Herd, dann wird es richtig flüssig. Also das, glaube ich, kann man aus derartigen Dingen schon erkennen. Also einerseits ist es so, bei zunehmender Temperatur, dass die Beweglichkeit größer wird, weil die Zähigkeit kleiner wird. Aber wenn die Temperatur steigt, wird ja auch die thermische Bewegung intensiver und dadurch kommt es zu stärkerer Dissoziation und stärkerer Ladungstrennung und daher auch einer Erhöhung der Ladungsträgerkonzentration N. Jetzt muss ich wieder sehr aufpassen. Das ist das N und das ist das U. Nun beides, sowohl das N als auch das U, bewirkt eine Erhöhung von Sigma. Und dementsprechend nimmt bei der Erhöhung von T Sigma zu. Sigma steigt mit der Temperatur. Wichtig, andersherum als bei den metallischen Leitern. Dort im Allgemeinen sinkt die Leitfähigkeit. Bei den Elektrolyten steigt die Leitfähigkeit. Alles das spricht dafür, dass man davon ausgehen kann, dass diese einfachen Modelle, die ich hier vorgestellt habe, für die Elektrizitätsleitung grundsätzlich schon vernünftig sein werden. Na und jetzt schauen wir uns zum Schluss den Effekt noch näher an, auf den der eine Kollege schon richtigerweise hingewiesen hat, dass sich nämlich die Elektroden, die man in diese Flüssigkeit hineinhält, und über die wir uns bisher nicht viel Gedanken gemacht haben, auch anlösen lassen unter Umständen. Je nachdem, eine Goldelektrode wohl nicht, aber eine Zinkelektrode vielleicht schon. Ne? Und dadurch also ihre chemische Struktur ändern. Und das führt dazu, dass die Elektroden unterschiedlich reagieren und wir sprechen über die galvanischen Elemente. Und vielleicht ist es gut, hier wieder mit einem Experiment zu beginnen, um zu zeigen, wie man also mit einem solchen Elektrolyten und zwei hineingesteckten Elektroden eine Spannung erzeugen kann. Als Elektrolyt verwenden wir eine Schwefelsäurelösung, Wasser plus H2SO4 und in diese Lösung hinein stecken wir zwei Elektroden, Kupfer und Zink, und die werden dann oben miteinander verbunden mit einem Spannungsmessgerät und wir schauen nach, ob sich hier eine Spannung ergibt. Bitteschön. Da sind also die zwei Elektroden drin. Außen, Kupfer, innen. Jetzt haben wir nur Wasser. Also Wasser tut dem Ganzen nichts. Das Zink und das Kupfer, die lösen sich nicht, es ändert sich nicht, es fließt nichts. Wir haben ja auch keine Batterie, keine Spannung angelegt oder irgendwas. Die sind einfach nur im Wasser drin. Aber wenn man jetzt eine, was geben Sie jetzt rein? Da ist jetzt 1 Milliliter Schwefelsäure. 1 Milliliter Schwefelsäure hineingibt. Dann sehen Sie unmittelbar, dass wir, was ist die? Auf 1, also es sieht einen Anstieg der Spannung ganz deutlich auf 1 Volt.
Also da haben wir eine Batterie realisiert, ein galvanisches Element. Und das kann wohl nur von der Unsymmetrie herkommen, dass wir da Kupfer und Zink gemeinsam drinnen haben. Denn wenn das alles symmetrisch wäre, was soll passieren? Danke vielmals. Und da wollen wir uns jetzt noch klar machen, wie kann man das interpretieren? Naja, offensichtlich, diese Schwefelsäurelösung hat ja eine gewisse chemische Aggressivität. Offensichtlich werden von den zwei Elektroden unterschiedlich stark eine Anlösung erfolgen. Kupfer, da hat man schon das Gefühl, das ist was Edleres. Zink, das ist weniger edel, das haben wir schon irgendwie gesehen bei der galvanischen Spannungsreihe. Aber auch hier muss man also sagen, es gehen positive Metallionen in Lösung. Das ist das Modell. Gehen in Lösung. Und wieder, je mehr in Lösung geht, je mehr das Metall hergibt, desto unedler ist es. Je edler es ist, desto weniger passiert. Das Gold, das ist also so stabil, chemisch inert, das geht praktisch, also nur unter ganz extremen Bedingungen in Lösung. Ich glaube, so eine Mischung von Salpetersäure und Schwefelsäure löst dann sogar Gold, aber das Königswasser. Wenn der König seine Krone hineinlegt, ist die Krone weg. Also positive Metallionen gehen in Lösung und damit wird natürlich die Elektrode negativ. Aber da, wo mehr in Lösung geht, die wird negativer. Und da, wo weniger in Lösung geht, die wird positiver. Also jetzt ist es so, dass die Edleren die sind, die positiv sein werden. Und die Unedlen negativ. Und wenn man sich das da genauer angeschaut hätten, da hätte man sofort gesehen, dass also das Positive innen am Kupfer und das Negativ außen am Zink war, genauso wie es dem hier auch entspricht. Also, durch das in Lösung gehen, ergibt sich eine Potentialdifferenz. Folgt Potential Differenz Delta Phi zwischen oder gleich U zwischen der jeweiligen Elektrode und dem Elektrolyten. Und wenn man jetzt zwei unterschiedliche Elektrolyten hat, so wie bei Kupfer und Zink, also jede Elektrode hat durch dieses in Lösung gehen eine Potentialdifferenz gegen den Elektrolyten, der auf gleichem Potential ist, und die eine mehr und die andere weniger. Also bei zwei Elektrolyten ergibt sich dann letzten Endes eine Differenz Delta U, die Spannung, die dann hier an diesem Voltmeter zu messen ist, das ist dann natürlich das U1 minus U2, wobei das U1 das Delta Phi für die eine Elektrode ist und das U2 das Delta Phi für die andere Elektrode. Diese Spannungen U1 und U2 sind nicht separat messbar. Weil wenn Sie es messen würden wollen, müssen Sie ja feststellen, was ist das Potential des Elektrolyten. Und wie stellen Sie das fest? Indem Sie mit einer Elektrode hineingehen. Und die hat wieder dasselbe Problem. Also dann haben Sie ja wieder nicht unmittelbar den Elektrolyten, sondern wieder eine Elektrode, wo im Allgemeinen wieder so ein Delta Phi vorhanden sein wird. Was man dabei messen kann, ist das Delta U hier zwischen zwei unterschiedlichen Elektroden. Und damit kann man natürlich auch jetzt eine
Reihe wieder zusammenstellen, jedenfalls qualitativ, zwischen solchen Materialien, die dann bei einer derartigen Anordnung positiv sein werden und anderen, die negativ sein werden. Also von unedel zu edel. Und das ist die galvanische Spannungsreihe. Hier geht es also, das müssen Sie sich bitte klar machen, vergessen Sie das bitte nicht, bei dieser galvanischen Spannungsreihe wird beurteilt oder die hängt davon ab, wie leicht die Metallionen, wenn man das Metall in eine Flüssigkeit gibt, dort in Lösung gehen. Bei der Kontaktspannungsreihe, die wir gestern besprochen haben, ging es wieder darum, wie beim Kontakt, da war nichts mit Flüssigkeiten, zweier Metalle, die Elektronen in das jeweils andere Metall gehen und da ist bei den edleren Metallen negativ gewesen, weil die haben die niedrigere Fermikante und die Elektronen sind dort hineingeflossen. Hier ist es bei den edleren Metallen so, dass die weniger leicht in Lösung gehen. Diese Delta Phi gleich U, daher hier kleiner sind und damit dieser Teil gegenüber dem anderen hier positiv wirkt. Der andere, wo es ein größeres Delta U gibt und die daher negativer werden, weil wenn die positiven Metallionen in Lösung gehen, werden die Elektroden selbst natürlich negativ. Die unedlen werden eher negativ und wir haben also dann bei den unedlen, die jetzt auf der negativen Seite sind, Lithium, Kalium, Natrium. Also das sind so die Kandidaten, die auch, wenn Sie es vergleichen, bei der Kontaktspannungsreihe auch eher auf der unedlen Seite waren. Nur dort war dann ein Plus hier, das ist kein Schreibfehler, sondern das ist tatsächlich hier in der Richtung. Na, und dann geht es weiter, irgendwo in der Mitte drin ist Eisen. Und dann auf der anderen Seite kommt Kupfer, Silber und Gold. Und da haben wir dann entsprechend Plus. Na, Gold geht sehr wenig in Lösung, da wird das Gold kaum negativ werden, weil wenig positive Gitteratome in die Lösung gehen und daher bleibt es sehr positiv gegenüber den anderen Elektroden. Nun, Kupfer und Zink, das sollte jetzt auch noch, habe ich das da gar nicht drin? Nee, doch, Kupfer kommt vor, na, da ist eh Kupfer. Da ist Kupfer, wo ist Zink? Das kommt nach dem Natrium, das darf ich Ihnen natürlich nicht verschweigen. Zink und Kupfer, Zink ist mehr negativ, Kupfer ist mehr positiv, daher ist beim Kupfer positiv und beim Zink negativ. Also auf die Art und Weise lässt sich diese galvanische Spannungsreihe unmittelbar dazu verwenden, das Verhalten von solchen galvanischen Elementen und damit Batterien vorherzusagen. Das ist natürlich eine sehr einfache Batterie, das lässt sich natürlich in vielfacher Weise optimieren. Der Bleiakkumulator ist sowas, da kann man das sogar so machen, dass man das dann wieder auflädt. Wenn man da von außen mit der umgekehrten Polarität dran geht, geht das wieder zurück. Und damit kann man, aber das kann man nicht mit allen, da muss man bestimmte Vorkehrungen treffen. Das ist eine eigene Wissenschaft. Das brauchen wir uns hier gar nicht näher überlegen. Aber ich glaube schon, dass Sie aufgrund dessen grundsätzlich verstehen, wie Batterien funktionieren. Und das ist ja schon was, wenn man weiß, woher also es so richtig Ströme erzeugt werden können. So viel zu den Flüssigkeiten. Morgen hätte ich gern gesagt, kommen die Gase dran. So ist das aber nicht. Es tut uns allen ganz gut, wenn es eine gewisse Vorlesungspause gibt. Wir sehen uns also jetzt circa 14 Tage nicht. Jetzt haben Sie mal ein bisschen Ruhe. Wenn Sie aber dann wieder kommen, eine Woche nach dem Ostersonntag, dann fängt es wieder am Montag. Dann werden wir gleich noch mit der Stromleitung in Gasen fortsetzen. Und da haben meine lieben Kollegen schon ein besonders eindrucksvolles Experiment für Sie in petto, nämlich die Glimmentladung mit hohen Spannungen. Das wird richtig gefährlich.
Also da können Sie sich schon darauf freuen, die gefährlichen Sachen sind immer die spannendsten, deswegen geht man ja in den Zirkus, was nicht heißen soll, dass wir hier einen Zirkus machen. Nicht? Aber jedenfalls wünsche ich Ihnen schöne Ostern und freue mich, Sie dann wiederzusehen. Genug Worte, jetzt sind sie also wirklich dann alle weg.